Jetzt ist es ja so, die Menschen kommen ja jetzt zu dir, weil ein Symptom sich zeigt, was das Tier dann gerade hat, beispielsweise jetzt Allergie oder vielleicht irgendwelche anderen Auffälligkeiten. Und ich hatte ja jetzt verschiedene andere Speaker an unserem Tag des Tieres, den wir ja dann jetzt heute haben, sozusagen, wo das Thema halt auch von anderen Richtungen her noch betrachtet wurde. Aber es ist ja auch immer wichtig und sinnvoll, den Halter mit ins Boot zu holen, um zu gucken. Das heißt ja so schön, der Hund jetzt beispielsweise übernimmt ja auch manchmal für den Halter Krankheiten oder zeigt Auffälligkeiten, um auf irgendetwas hinzuweisen. Ist das dann auch Part der Beratung und wie wird dann da herangegangen, dass man einerseits dem Tier hilft, aber andererseits die Eigenverantwortung des Halters stärkt, sage ich jetzt mal. Also ja, das ist natürlich, würde das so sehen, dass das in zwei Bereiche zu unterteilen ist. Einmal ist es natürlich dann zum Beispiel die Ernährung, ja. Da fällt mir immer wieder auf, dass die Menschen das bei sich selber nicht so gut umsetzen können, aber bei ihrem Tier zum Beispiel oder bei dem Hund zum Beispiel sehr, sehr gut, ja. Da sind die voll dabei und sagen, ja, gesunde Ernährung ist super. Aber wenn es dann so an die Psyche geht, ja, wenn der Hund wirklich da sein oder das Tier, ist ja nicht immer nur der Hund, sind ja auch die Pferde oder die Katzen, da was spiegelt, da wird es schon für mich natürlich ein bisschen schwieriger, weil, ja, wie soll man das ausdrücken? Also das Tier macht ja, wie du schon sagst, auf was aufmerksam. Ne? Und wenn die Besitzer da nicht so hingucken wollen oder denen das gar nicht so bewusst ist, dann ist das immer so ein Fitzelarbeit, ne? Da auch mal drauf hinzustupsen. Manchmal sage ich das auch ganz klar. Also ich empfehle dann auch gerne eine Kollegin, die Tierkommunikation macht. Ne? Wo manchmal habe ich dann wirklich einfach das Gefühl, ich komme hier jetzt nicht weiter. Aber da könnte man ja wirklich mal das Tier sprechen lassen. Ne? Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Also das belächeln zwar auch nach wie vor noch viele Menschen, aber ganz häufig ist es so, dass nach ein paar Tagen die Rückmeldung kommt, oh, ich habe da mal drüber nachgedacht, kannst du mir mal den Kontakt weiterleiten? Ich glaube, ich lasse das mal machen.